Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Rockman & Constance. Also ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht durch das liebe Internet, Strategien rausgesucht gegen die Gegner, weil ich meine, das sind, glaube ich, wirklich die schwierigsten im ganzen Spiel, im ganzen Hack. Und was ich jetzt zum Beispiel weiß, ist, bei Airman kriegt man diesen Chat. Der Chat, der kann mir sehr hilfreich sein. Den Rand mache ich kurz mal weg, dann hoffe ich, hat man gerade nicht gesehen, das wäre peinlich. Und ja, jetzt probiere ich halt mein Bestes, um wirklich dran zu kommen, weil es ist im Grunde eigentlich ganz einfach. Wenn man sieht, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es im Grunde einfach. Es ist einfach im Grunde. Einfach im Grunde. Es ist so einfach wie ein Brot schmieren am Montag früh beim Frühstück. Man sitzt mit der lieben Familie zusammen und denkt sich, ach, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Ich bin anscheinend noch nicht ausgeschlafen und bei mir ist jetzt nach 8 Uhr abends, ja? Und das ist eigentlich meistens die Zeit, wo ich dann wach werde. Warum rede ich überhaupt? Warum rede ich beim Let's Play? Was soll denn der Kack? Dann starten wir einfach mal so, als wäre nichts passiert. Erinnert euch aber bitte an meine kleine Geschichte. Sie kam von Herzen. Continue. Gut, jetzt ein bisschen Continence. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was das Wort heißt. So, du kommst jetzt mal mit. Wir besuchen jetzt deine Adoptivmutter. Einfach weiter! Jawoll. Jawoll, Energie. Komm damit. Ja, komm damit. Ja, komm damit. Jawoll. So soll's laufen. Ich habe mir da auch ein paar Videos angeschaut und manche Gegner sind. Guck, so besiegt man den. Natürlich hätte ich mich danach weiter bewegen sollen, aber... Ja. Ich bin ja so ein Schlabberle. Sowas vergesse ich schnell. So. Ah Mann, jetzt muss ich wieder eine Runde warten. Dafür würde ich es gerne selbst verwenden, weil das Warten... Ich warte nicht gern. Ich warte auf nichts. Ob ich nun in der Mikrowelle im Popcorn mache. Jawohl. Jawohl, das ist gutes Deutsch. Ob ich nun Popcorn in der Mikrowelle mache oder was auch immer. Oder ob ich auf ein Spiel warte oder wie auch immer. Jawohl. Und so, weiter rüber. So, dich kriege ich diesmal sofort und laufen, laufen, laufen. Wie fit ist Mega Man eigentlich? Also könnte er gegen so einen Marathonläufer da antreten? So. Dass ich darauf nicht früher gekommen bin und... Hey, da hätte ich noch ein bisschen warten sollen. So lustig seine Bahn dreht er hier und. Energie! Jawoll. So. Ah. Ei, Karamba. Okay, ich bin jetzt bisher noch nicht gestorben und hier ist jetzt der Midpoint. Check. Alles klar, wir sind im blauen Bereich. Besonders, ich habe hier erzählt. So. Warum springe ich immer daneben? Ich habe ja erzählt, es gibt davon auch eine schwierige Version, also wo man zum Beispiel auch, wo die Gegner mehr Schaden machen und wo man nicht diese Unverwundbarkeitszeit hat. Unverwundbarkeitszeit hat. Ja, und die Videos, die ich gesehen habe, das war jemand, der hat es so gespielt. Ich krieg noch die Krise. Es ist einfach, aber ich mache es zu kompliziert. Das ist, ich weiß nicht... Es ist Teil meiner Natur anscheinend. Jawohl, na endlich. So, jetzt muss ich mir nur noch die nächsten Teile merken. Okay, da hoch, da hoch, da hoch. 1, 2, 3, losspringen. 1, 2, 3, springen. Jawohl. Und tollkühn über den einen einfach rübergesprungen. Einfach alle Amphibien auslöschen. Ja, du kommst mit. Na, da war keine Mutter mehr. Doch, da war ein Muttertier. Fall nicht runter, fall verdammt nochmal nicht runter, Mega Man. Oh, Moment, da oben war doch was mit der Crash-Bombe, oder? Aber wie komme ich an die dran? So. So, jawoll. Und wie mache ich das jetzt? Wie komme ich jetzt an den dran? The Bomb. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Okay. Jawohl. Ja, komm.
Ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Jawohl. Nein. Ja, geh doch endlich kaputt, du. Das ist... ich stelle mich jetzt nicht blöd an, Leute. Nicht, dass ihr das denkt, aber... Die will nicht kaputt gehen. Die will nicht kaputt gehen. Na toll. So, hier kommt, glaube ich, der Wind, oder? So. Aha. Hey, da, da. Oh, Mann. Okay. Ich habe mir das jetzt angewöhnt. Ich denke, ich sollte das auch bei Darksiders machen, wenn ich kämpfe. Dass ich dann einfach mal die Fresse halte. Das werde ich auch nochmal in dem Part sagen, für diejenigen, die eher sich dann nicht Walkman anschauen. Gut. Jawoll. Aha. Oh, Mann. Das Blöde ist halt, mir fallen auch keine guten Themen ein, was ich erzählen könnte. Ich meine, das ist einfach alles nur, das habt ihr alle schon gesehen und weiß der Teufel. Und es ist mein letztes Leben. Das heißt, ich muss es schaffen. Okay, rufe dir die Strategie in Erinnerung. Okay, du hast sie in Erinnerung. Jetzt wende sie nur noch richtig an. Genau aufs Muster schauen. Ja, das kann ich eigentlich total wieder vergessen. Wie? Und die eine Person, wo ich das gesehen habe, hat es auf Difficult geschafft? Ah, da mache ich zumindest Heathman. Bei dem, das dauert zwar jetzt seine Zeit, würde aber einen guten Abschluss für das Video geben, wenn ich den zumindest schaffe. Wisst ihr, Spiele. Meistens ist es ja eigentlich so, man soll bei Spielen einfach Spaß haben, ja? So, komm zu mir, mein Leben. Und ja... Bei den neueren Spielen, ich meine... So. Weg mit dir, natürlich, danke. Oh lala, das gefällt mir doch sehr. Hä? Ah, der Trick funktioniert sogar. Also, was ich sagen wollte, bei den neueren Spielen, da finde ich, fehlt bei vielen einfach die... die Atmosphäre einfach, weil da ist es einfach nur Achievements sammeln, zeigen, dass man der Beste ist. Ich finde deshalb auch, sind Retro-Spiele so schön, weil die haben, geben ein richtiges Feeling. Weiter. Ey, caramba. Einfach weiter. Oh, das war knapp hier. Und ja, ohne Story finde ich mag einfach wirklich Spiele mit Stories, weil... Portal, was ich ja zum Beispiel gespielt habe, oder Amnesia, Penumbra, die hatten alle gute Stories. Und darauf sollte man sich oft jetzt auch bei Spielen oder auch bei Spielen, die einen Story-Modus haben, ist es von Vorteil, wenn man eine gute Story hat. Gutes Gameplay ist zwar auch gut, ja, aber das ist halt nicht alles, was so ein Spiel ausmacht. Und gut, da bin ich wunderbar durchgekommen. So. So, und... Ja, puh. Aber zumindest jetzt... Aber... das habe ich jetzt... Das habe ich jetzt bei dem Video gesehen, aber es ist echt... Im Grunde ist es so einfach. Besonders... Da hat man dann auch den Vorteil, dass man genau sieht... ich muss natürlich auch nochmal reinspringen. Dass man eigentlich durch die Blöcke genau sehen soll, wo die sind. Ich sehe das jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie farblich, ob man das sehen kann. Ach, komm doch auch her und leck meine Schuhe. Ich werde wieder vor dem... Natürlich, war ja sowas von klar. Aber ich habe einen Energietank gewonnen. Und den werde ich sowas von beim finalen Bosskampf einsetzen, wenn es nötig ist. So. Doom, doom. Shaboom. Shaboom. Schalala in Schalali. Ey, wie viele Bolzen wir hier haben rum. Oh, das war knapp, okay. Zeitlich gesehen bin ich jetzt
Haha! Bin ich dir ausgewichen, mein kleines Fröschelein? Hör mal da! Hör mal da! Haha! Hätte! So. Ich kann die Level jetzt auswendig, so langsam. Jawoll! Soll's aussehen. Ah, verdammt, leck mich doch die Schuhe. Im Moment habe ich zwar keine an, aber... Ja, na, hau du ab hier. Ich will dem irgendwie einfach nur ausweichen. Moment, hier ging es irgendwo hoch zu der Energie. Ja. Gut, da war die Energie. Bringt mal zwar jetzt nicht viel, aber na gut. Ich könnte jetzt eigentlich auch zuvor nochmal den Energietank verwenden, aber... Ich werde jetzt mal sehen, ob die Strategie klappt und dann kann ich das ja im Kampf machen. Und über dich hinweg. Also die Strategie ist, man muss ihn wirklich nur mit dem Blaster besiegen, aber man muss seinen Angriff ausweichen und dann immer genug Raum zwischen einem haben, damit man dann auf seinen Schuss dann reagieren kann. Genauso. Genauso. So braucht es dann ein bisschen seine Zeit. Aber wie ihr seht, ich kann viel besser auf seinen Angriff reagieren. Okay, der Energietank. Volle Lotte. Ab ins Stümmelein. Okay, das war bescheuert. Okay, Hey, der Witzka. Moment, ich kann es schaffen. Ich kann es verdammt nochmal schaffen. Ei, weg mit dir. Yes, yes, yes. Hoi, es hat funktioniert. Ach, wahrscheinlich war der ein bisschen einfacher als bei der Difficult-Version. Aber ich glaube, bei Hitman bekommen wir auch irgendein Item. Oh, bin ich zufrieden. Ich bin sowas von zufrieden jetzt in dem Part. Yes, neues Item. Welches war es? Man hatte den Chat, man hatte diesen Heli und man hatte die Dreierplattform, genau. Nummer 1. Kann ich das irgendwo gebrauchen? Ich glaube nicht, soweit ich weiß, nee. Oh mein Gott. Jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden, oder? Jetzt kann es nur noch besser werden, oder? Ja. Was meint ihr? Kann es nur noch besser werden? Ich hoffe doch stark. Quickman. Ah ne, da habe ich gesehen, bräuchte ich den Chat, das wäre besser. Ich denke, meine Lieben, hier werde ich diesen Part jetzt beenden. Beim nächsten Mal werde ich mich wieder an Airman probieren, an der Airman Stage. Ich kämpfe eher gegen die Airman Stage als gegen Airman. Und ja, falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen und teilt ihn mit euren Freunden, damit meine Zuschauerschaft steigt. Und ich anderen Leuten auch ihre Langeweile vertreiben kann. Und dann sagt euer 93 Chobo, I love and entertain you, tschüss and goodbye.